Und schon wieder eine Frage für den Reini, Reini Rossmann. Glückwunsch zu deinen Ü700 Abonnenten. Ich folge dir ja, seit wir unsere Kanäle haben, immer am Fuße. Ne? Bin ja jetzt inzwischen schon wieder über 650. Ne? Also, danke an meinen Kanalabonnenten. Dankeschön, dass du mir noch treu bleibst und immer wieder neu dazukommen. So, Reini, du wolltest als VA wissen, was wir für Bücher oder für Mentoren gehabt haben. Mentoren, tja, was haben wir für Mentoren? Also, richtige Mentoren habe ich schon gehabt. Aber bei Büchern ist das Problem, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viele Survival-Bücher. Habe ich gar nicht mehr. Das sind eigentlich bloß 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann euch das zeigen. Die 5. Gut, 20 mal so viele Bücher habe ich nicht über Survival, sondern über Handwerk und Heimwerk und so. Weil ich habe Handwerksberuf gelernt und ich bin nach wie vor ein leidenschaftlicher Handwerker. Egal, ob das jetzt Holz, Metall oder Elektro oder so ist oder Garten. Ich habe ja auch andere habe ich auch noch, nicht bloß Survival und Bushcraft oder so. Und das fließt alles eigentlich bei mir ineinander. Das Handwerkliche und die Naturverbundenheit. Aber du wolltest ja, glaube ich, hauptsächlich über Survival und Bushcraft wissen. Und da habe ich halt als Bücher halt natürlich auch ein Büdiger Nähwerk, ein Survival-Lexikon für die Hosentasche. Ist ein nettes kleines Büchlein, so als Wort wie ein Lexikon aufgebaut, nach alphabetisch, nach Stichworten und kann man immer wieder ein bisschen nachschlagen, ist nicht schlecht. Zwar nicht als groß detailliert, aber dann weiß man wieder, Mensch, das war das und das, kann man mal nachschlagen, was ist denn das gewesen. Ne? Was ich allerdings ziemlich oft benutze, das habe ich auf eine Empfehlung vom Sepp Waldhandwerk bekommen. Das ist das da, 200 Pflanzen, Wildpflanzen bestimmen, ist wirklich ein tolles Buch, schön erklärt und die Pflanzen sind leicht zu finden. Das ist halt ein Buch, das ist so ab dem Frühling, Sommer, wenn halt so die Vegetation gut ist, habe ich das gern dabei, weil wenn ich ja draußen irgendeine Pflanze sehe und weiß nicht, Mensch, was ist das für eine, ist die essbar, ist die nutzbar so und da kann man halt in dem Buch recht gut nachschlagen und das kann ich ja wirklich bedenkenlos weiterempfehlen. Das ist wirklich ein tolles Buch. Was ich natürlich logischerweise auch habe, ist ein Johannes Vogel, pflanzliche Notnahrung. Ist auch sehr ein tolles Buch, also da Wahnsinn, was ich da Joe für eine Arbeit gemacht hat, also vor allem auch die fachliche Kompetenz ist halt da ziemlich stark zu merken in diesem Buch, da schlagen immer wieder gerne nach. Tja, das dickste Buch, was ich habe, das ist das große Buch über Lebenstechniken, ist immer wieder interessant zum Nachschlagen, habe ich mir auch schon viele Sachen rausgefunden und ausprobiert und nachgestellt, ob es so funktioniert, wie es da drinnen ist und echt, das ist halt ein dicker Schmöker, ne? Aber ich schaue da immer gern wieder rein. Ne? Ja, und was ich noch habe, das ist ja ganz logisch, das ist dann das von Felix Immler, ein Taschenmesserbuch. Ist natürlich, wenn man handwerklich interessiert ist wie ich und so, Schnitztechniken und so, das ist natürlich top, das passt genau in so einen Schäber mit rein. Sind tolle Messertechniken drin, gerade mit dem Victorinox, also Felix, das ist wirklich ein Meisterwerk. Und ich habe, glaube ich, schon mal Zeit gehabt, das Buch ist für mich natürlich was Besonderes, weil ich natürlich da auch eine persönliche Widmung drin habe. Und das Buch, das wird mir nie aus meinen Händen gehen.
Da bin ich schon stolz, dass ich das habe. Ja, Mentoren, was haben wir für Mentoren? Mentoren, ach Gott. Mentoren, mein richtiger Mentor war eigentlich meine Oma. Auf dem Bahnhof, weil ich habe es schon mal erzählt gehabt, ich bin in meiner frühesten Kindheit, bis ich zur Schule gekommen bin, auf dem Bahnhof aufgewachsen bei meiner Oma. Unter der Woche, weil meine beiden Eltern arbeiten haben müssen. Und die Zeit, die hat mich halt schon sehr geprägt. So auf dem Land draußen, und da ist halt die Lebensweise nicht so wie in der Stadt, sondern da ist viel einfach anders da und einfacher. Und da war eben auch ein Mann, der was mich sehr stark geprägt hat, weil ich habe da also auch schon mal erzählt gehabt, das war glaube ich ein Andi Zandi, damals die Videoantwort, das war ein Mann, der ist auf dem Lebensstand, auf dem Stand von 1940 stehen geblieben. Der hat den Zweiten Weltkrieg mitgemacht und Gefangenschaft, und wie der aus der Gefangenschaft zurückgekommen ist, ist er eben auf dem Lebensstand von 1940 stehen geblieben. Und das Faszinierende bei ihm war, er hat einen Bahnhof gehabt und er hat es mit den ganz alten Techniken gemacht, die was man eigentlich schon vor der Zweiten Weltkriegszeit kennt. Mit Ochsenvorspannen und alles mit Handwerkzeugen machen. Das war so faszinierend für mich, weil die ganzen anderen Bauern so, die haben ja Traktoren gehabt und Motorsägen und Zeugen, aber der hat das alles mit Handwerkszeugen gemacht gehabt. Und der Mann hat mich immer wieder fasziniert, weil ich einfach dann auch gesehen habe, wie das Ganze praktisch die Moderne entstanden ist. Entschuldigung, der hat praktisch die Sachen mir zeigen können, wo die Zivilisation sich herentwickelt hat. Ne? So, die ganzen alten Werkzeuge. Und der Mann war auch der mich auf die Gärtl gebracht hat, weil der hat die damals auch immer bei der Waldarbeit mit dabei gehabt, um Reisig und sowas so herzurichten. Und das war schon ein sehr faszinierender Mann für mich, und der, was mich in puncto Wissen sehr stark geprägt hat. So, dann, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Husten. Tja, dann kommt Bundeswehrzeit, ja. Da gibt es keine großen Mentoren. Aber ich kann euch sagen, wie ich mit dem Buschkraft angefangen habe, wer da mein Mentor war. Das war der Sepp, Waldhandwerk. Weil ich komme praktisch aus der Survival-Ecke durch die Bundeswehr und so. Aber praktisch das Buschkraft, das habe ich eigentlich erst durch den Sepp praktisch wiederentdeckt. Also dass man zu der Natur zurück will. Vor ihm war ich auf dem Kanal von Really Big Monkey 1 in Amerika, weil der hat mich total fasziniert. Das war eben auch so ein Bastler mit Werkstatt und Speisen und Zeug. Das ist auch so meine Liga, was mir immer gefallen hat. Und ich weiß noch, der hat damals eine Tagging-Runde gemacht gehabt, und da hat er den Kanal vom Waldhandwerk damals erwähnt. Und ich hab das gelesen am Waldhandwerk, ne, deutscher Kanal, ne, nachgeschaut, hab dann gesucht und bin ja auf den Sepp gekommen. Und beim Sepp am Anfang, die ersten Videos, wo ich vor ihm angeschaut habe, haben wir nicht, was ist denn das für ein komischer, hat irgendwie kein richtiges Englisch drauf, aber macht auf Englisch. Und was macht denn der da überhaupt auf der ISA und so. Aber der Sepp, der hat mich damals fasziniert, der hat irgendwas gehabt, da wo ich immer gesagt habe, irgendwas hat der, diese Ruhe, was er ausstrahlt, die hat mich irgendwie angesteckt. Und ich habe mir immer gedacht, wo nimmt dieser Mensch diese Ruhe her und diese Ausgeglichenheit. Und ich habe mir gesagt gehabt, ich bin so auf der Suche gewesen nach innerer Ruhe und so. Und dann habe ich eben auch dieses Buschkraft für mich entdeckt. Und ich habe seine ersten Videos von Sepp total verschlungen. Wenn ich dann an die Sachen denke, wie mit seinem Harz und die Knoten, was er gehabt hat, und die Pflanzen so. Ich war da wirklich geflasht davon und habe mir gedacht, das ist so geil, was der da macht. Und das ist einfach Natur pur. Und ich habe damals auch angefangen gehabt, so die ersten Sachen nachzumachen, was er da gemacht hat, und habe es dann selbst für mich entdeckt, dass mir diese Natur verdammt gut tut. Und da muss ich nach wie vor an Sepp einfach nur Danke sagen, dass er mich da mit seinen Videos so angesteckt gehabt hat. Und du, ohne ihn wäre ich mit Sicherheit ja nicht auf YouTube. Ne? Weil dann einige Monate später und so, das war dann mit meinem ersten Video, habe ich dann selbst angefangen gehabt, Videos zu drehen. Und
bis dahin hat man dann natürlich auch noch viele andere Kanäle dann entdeckt und diese ganze Community, was da dahinter steckt. Und da war dann einer der ersten, was nach dem Set gekommen ist, war dann der Frankentracking, der Volker, dann ist der Pagomir gekommen, ne? Und Benjamin Klausner, Reini, du auch natürlich mit deinem Pflanzenwissen. Und inzwischen ist es so, es gibt eigentlich für mich keinen echten Mentor mehr, sondern ich finde, die ganze Community ist ein Mentor für mich. Jeder zeigt was und jeder kann von jedem was lernen und das ist das Schöne beieinander. Jeder zeigt was, manche zeigen etwas doppelt, aber doch wieder auf eine eigene Art. Und auf die Art lernen wir gemeinsam zusammen. Und das ist, finde ich, etwas sehr Faszinierendes, dass etwas über, obwohl wir uns eigentlich mit primitiven Sachen beschäftigen, dieses Hightech-Mittel Internet uns gegenseitig als Mentor dient. Und ich finde das immer nach wie vor faszinierend, ne? Und tja, das ist schon seltsam irgendwie. Ja, sorry, wieder viel geredet, gell? Reini, Glückwunsch zu deinen Emanetten. Bleib so, wie du bist. Dadurch, dass wir uns ja persönlich auch mal kennengelernt gehabt haben, kann man sich natürlich viel besser einschätzen. Also, bist ein toller Typ, neugierig und lustig. Also, die Erfahrung, dich kennengelernt zu haben, war natürlich auch super und ich hoffe, sowas können wir mal wieder nachholen. Und an alle anderen kann ich jetzt sagen, ich freue mich schon tierisch aufs nächste Wochenende. Nächstes Wochenende ist das kulinarische Buschschaft-Event im Schwarzwald mit dem Benjamin Klausner vom Tiefes Naturerlebnis. Und da sind dann nach wie vor noch Leute eingeladen, die was hinkommen wollen. Also, soviel ich weiß, sind es um die 12 Leute, die was schon feste Zusagen gemacht haben. Sind aber immer noch Plätze frei, wenn welche mitkommen wollen. Und ja, ich freue mich natürlich tierisch auf die ganzen Leute zu kennen, weil wer weiß, wann ich die jemals über was wiedersehe, weil wir sind teilweise so weit voneinander entfernt normal, wenn ich den dran denke, Olaf. Aus unserer Hauptfriese, von ganz vom Norden runter. Ich glaube, ich werde dich ansonsten fast nie wieder kennenlernen können. Ne? Dann Thomas Moriarty, dann ist der Sören, ne? Mooncamper, dann ich bringe einen Mittagsfrost mit, dann der Lasse kommt mit von der Waldläufer. Er kommt zu dritt damit runter und das wird mit Sicherheit eine. Egal was für Wetter das kommt, aber das wird mit Sicherheit super werden. Also da freue ich mich schon tierisch drauf. Ja, das dazu. Reini, bleib wie es bist, mach so weiter. Mir gefällt der Kanal, ganz klar. Das weißt du auch. Und man sieht sich wieder auf YouTube. Ne? Bis zum nächsten Mal. Servus, sagt der Michael Monti. Habe die Ehre.